Ja, mit Kunst durch die Krise, das ist das Motto der Hamburger Schauspielerin und Regisseurin Saskia Jungeburt. Und sie hat ein wirklich spannendes Projekt auf die Beine gestellt, das Frauenbilder heißt. Da stellt sie alte Familienfotos mit Frauen nach. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte und mit Rollenbildern. Petra Volkwarzen hat fürs Kulturjournal mit Saskia Jungeburt gesprochen. Ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt her, dass Saskia Jungeburt die Idee zum Projekt Frauenbilder gekommen ist. Als sie im ersten Lockdown immer mal wieder gefragt wurde, wie es ihr gerade geht. Meine Antwort war, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich fühle mich nur wie meine Großmutter nach dem Krieg. Und ich hatte dann tatsächlich schnell ein Bild vor Augen dazu. Also meine Großmutter mit ihren zwei Kindern, allein, ohne Familie, ohne Mann und irgendwie allein in der Verantwortung. Ein schwarz-weißes Familienfoto von damals steht seit vielen Jahren gerahmt bei ihrer Mutter im Flur. Meine Mutter und meine Tante hübsch frisiert, Ende 40er Jahre. Auch meine Großmutter sehr adrett und im Sonntagskleid. Sie beschließt, genau dieses Bild mit ihrem 8-jährigen Sohn nachzustellen und verfolgt das Thema weiter, fragt zunächst im eigenen Bekanntenkreis herum. Wer hat Lust mitzumachen? Freundin Johanna Haupt muss nicht lange überlegen. Es hat mich sofort gepackt. Einerseits schlägt mein Herz sehr für diesen Aspekt der generativen Weitergabe von Rollenbildern. Und in meinem ganz persönlichen Fall hat mich das Thema der Großmutter-Mutter-Beziehung auch sehr ergriffen, muss ich sagen. Meine Tochter ist jetzt in dem Alter, in dem meine Mutter war, als sie beide Eltern verloren hat. Auf dem Familienfoto, das Johanna Haupt ausgewählt hat, sieht man die Großmutter, die sie selbst nie kennengelernt hat. Sommerlich in kurzer Hose und mit hochgesteckten Haaren. Davor ihre Mutter als kleines Mädchen. Meine Großmutter ist meiner Mutter zugewandt und wirft ihr so einen Luftkuss zu. Die Haltung von meiner Großmutter und wenn ich jetzt meine Haltung sehe, da ist so viel Ähnlichkeit. Das hat mich sehr berührt. Durch soziale Netzwerke und Mund-zu-Mund-Propaganda sind mittlerweile noch weitere Frauen dazugekommen. So wie Nathalie Fingerhut aus Eimsbüttel. Das Foto, um das es geht, ist aufgenommen. Da ist meine Mutter etwa 2. Saskia und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich eine der Aufnahmen waren, die Frauen mit ihren Kindern gemacht haben, um sie ihrem Mann mit an die Front zu geben. Beim Nachstellen des Fotos haben die Frauen versucht, einige Merkmale der historischen Aufnahme aufzugreifen. Die Perlenkette, die geblümte Decke auf dem Sofa. Etwas ist ihnen erst während des Fotoshootings aufgefallen. Als wir die Körperlichkeit nachgestellt haben, haben wir plötzlich gemerkt, dass eigentlich eine ganz große Spannung in der Körperlichkeit liegt. Die Großmutter hält den Arm des Kindes fest. Also sie versucht, das Kind in eine bestimmte Position zu bringen für dieses Foto. Nathalie Fingerhut hält ihren Sohn auf dem neuen Foto nicht am Arm fest. Für sie auch ein Zeichen eines anderen Verhältnisses zueinander. Wie viel mehr wir auf einer Ebene sind, gleichberechtigt uns gegenüber sitzen, auch wenn das Bild von meiner Großmutter sehr liebevoll ist mit meiner Mutter. Aber es ist eine sehr bestimmte Art darin. Es musste halt sitzen. Was ist anders heute? Was unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr? Saskia Jungeburt staunt selbst, wie vielschichtig das Projekt tatsächlich ist. Wie so eine Reise durch die einzelnen Familiengeschichten natürlich, aber auch durch den Feminismus. Ganz viel Futter zum Denken und Erfahren. Wie es mit den Fotos weitergeht, ob vielleicht eine Ausstellung draus wird oder ein Bildband, kann sie noch nicht sagen. Auf jeden Fall würde sie sich freuen, wenn noch mehr Frauen und ihre Kinder mitmachen. Das Projekt Frauenbilder, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, vielleicht ja auch selbst Lust haben mitzumachen, mehr Infos dazu finden Sie im Internet unter fraujungeburt.de.